Eigentlich ist das so eine richtige 80s. Ich habe sogar das 80s-Dingens an. Und dann muss das auch irgendwie authentisch sein, oder? Wir müssen heute, muss ich den ganzen Tag mit dieser 80s-Brille schrauben. Einverstanden? Ja, mach ruhig. Der Himmel sieht leicht pink aus. Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei BBM Motorsport. Heute sind wir ein bisschen back to the 80s-90s. Nämlich mit Ollis Golf 2. Ist ein Golf 2 GL, das heißt mit den großen Stoßstangen. Und ist ein Wahnsinnsleistungsmonster mit einem 1,8er Motor, 90 PS, aber einer Dreigangautomatik. Richtig geil. Richtig schöner Cruiser in einem wunderschönen. Boah, sieht die Farbe anders aus. Champagner. Wunderschöne Champagner. In einem echt geilen Zustand, also gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Aber es geht heute nicht um nur das Auto, sondern auch eher das, wie es fährt. Und Olli hat das Auto gekauft vor. Weiß nicht, zwei Jahren. Und da gab es mal so eine Situation, da sind wir zum Blumenpflücken gefahren und das war 2019 und irgendwann sagte Olli, rief an, sagte, hey, mein Auto klappert. Und dann gab es wirklich, sind wir mitten in Berlin an einer großen Tankstelle rangefahren und haben erstmal gecheckt, wo das Klappern herkam und da war irgendwie, haben wir das Rad hinten abgenommen und haben gesehen, dass der Stoß da einfach hinten sich komplett ja, oben Domlager zerlegt hat, war aber auch schon undicht und all sowas, also kacke, überhaupt nicht cool. Und haben wir das Auto auch zurückgetrailert, weil es irgendwie unsicher war und seitdem stand das Auto eigentlich die meiste Zeit und deswegen kriegt es jetzt heute ein frisches neues Fahrwerk für die frische neue Saison. Und zwar ein schönes Fahrwerk von ST Suspensions, also quasi die Untermarke von KW. Und das Geile bei ST ist, die haben, finde ich, eine sehr geile Marktlücke entdeckt. Nämlich, ihr könnt euch die Federn, die ihr immer dabei kriegt beim Auto, da könnt ihr euch die Farbe auswählen. Und ihr könnt sogar auswählen, was da drauf steht. Das finde ich echt geil. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was Olli gemacht hat, farbtechnisch, weil ob er jetzt mutig war oder ob er gesagt hat, nee, muss zum Gesamtkonzept passen. Keine Ahnung. Den gucken wir jetzt einfach mal mit euch rein. Der heilige Verstellschlüssel. Geil. Das ist geil. Jetzt muss ich wirklich mal die Brille abnehmen, sonst sehe ich die Farbe davon gar nicht so. Aber es ist passend zum Auto in einem Champagner Gold. Wie geil ist das denn? Also es passt nicht hundertprozentig, aber es passt sehr gut zu der Farbe, finde ich. Ne? Das ist echt mega. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, man kann sich aussuchen, was da drauf steht. Und ich glaube, Olli hat mir einen kleinen Gruß hier drauf geschrieben. Da steht Hashtag, mach dir deinen Job Spaß? Fragezeichen. Ja, sehr geil. Um die Frage kurz zu beantworten, dass wir es nicht vergessen. Ja, macht mir Spaß, besonders wenn ich an solchen alten Autos arbeiten kann. Das ist immer schön. Ja, ich bin gerade ein bisschen baff. Ich finde das mega geil, weil echt die Farbe, finde ich, passt, glaube ich, ganz geil. Das in den Radkasten nachher rein. Das sieht schön aus. Legen wir es mal schön auf den Tisch, zeigen wir es mal. Wir haben noch gar nicht gesagt, was es ist. Es ist ein STXTA. Das heißt, es ist quasi in der Zugstufe verstellbar und aber auch mit verstellbare Domlager vorne. Ja, das heißt, wir können für etwas mehr Tiefgang können wir vorne auch noch ein bisschen mehr Sturz machen, damit da auch die Freigängigkeit weiter bestehen bleibt. Geil. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, jetzt zeigen wir es euch mal. Ja, Räder sind runter. Jetzt sehen wir das alte Gewindefahrwerk. Es ist für die es interessiert, es ist ein FK. Also
nicht so das qualitativ hochwertigste, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das nehmen wir jetzt raus. Ja, das Geile ist beim Golf 2, dass es eigentlich echt relativ easy ist. Das Besondere bei dem STX-TA jetzt für den Golf 2 ist die Sturzverstellung oben am Domlager quasi. Und das funktioniert nicht, so wie es zum Beispiel von KW gewohnt sind, durch ja, 4 Schrauben, die man lösen kann und dass man quasi die Dämpferverschraubung oben im Domlager bewegen kann, sondern man bewegt jetzt in diesem Fall das ganze Domlager exzentrisch. Das heißt, wir können es drehen. Und durch das Drehen verändern wir die Position des Dämpfers zum Domlagermittelpunkt und haben dadurch erstmal noch eine weitere Art, den Sturz einzustellen. Aber Golf 2 hat natürlich auch unten die Sturzverstellung. Deswegen kann man damit natürlich auch die Spreizung einstellen. Das heißt, wie der Dämpfer zur Fahrbahn quasi steht. Nicht nur der Dämpfer, sondern auch die ganze Achse. Das heißt, Sturz und Spreizung kann man damit einstellen. Natürlich auch Nachlauf, so ein bisschen, minimal. Ja, echt ganz cool. Finde ich eine witzige Variante, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ist auch, glaube ich, beim Golf 2 einfach eine besondere Art, wie man das einstellen kann. Aber ich glaube, so kriegen wir auf jeden Fall schön viel Tiefgang mit vernünftig Platz zur Felge und auch eben Platz zum Kotflügel. Ne? Weil das war vorher so ein bisschen das Problem, dass es nicht ganz so gepasst hat mit den Futuras. Und wir sind gespannt. Geht's jetzt weiter, Dorian? Ja, natürlich mit dem Hut von der Hutablage, weil wir arbeiten jetzt hinten am Kofferraum und müssen die Hutablage rausnehmen. Und der Hut will einfach nicht raus, der bleibt jetzt bei uns. Jetzt müssen wir auch echt aufpassen, weil das ist einer der wenigen Golf 2, die Leute, die schon mal im Golf 2 gearbeitet haben, kennen das, wo die Hutablagen hier, also die äußeren Ecken der Hutablage, die sind noch schön und intakt. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich sind da immer alle Halter abgebrochen oder die fehlen oder sind öselig und sowas. Und bei Ollis Golf sind sogar noch alle von den Blechmuttern drin. Alle. Das ist, ich glaube, die zählt ja mindestens einmal die Woche, ob die noch alle da sind. Ja, richtig. So, jetzt kann man das hier so ein bisschen zur Seite hängen und hier drunter, unter dieser schönen Kappe, ist das hintere Domlager nämlich. Jo. Gefällt dir das Fahrwerk? Ich habe ja noch gar nicht geguckt, ne? Jungs, guten Hunger. Danke, ich wollte nichts. Ich habe sie nicht gefragt. Ja, ich weiß. Aber du hast mich nicht gefragt. Das ist doch schön. Ja, zu deinen neongrünen Federn, ey. Ich finde, das sieht sehr schön aus, besonders der Hashtag, oder? Das ist schön. Macht dir deinen Job Spaß. Ist das nicht geil? Klasse. Das ist ja nicht böse gemeint, das ist einfach nur wirklich so. Ich fühle mich davon auch gar nicht angesprochen, weil ich freue mich auf die Polizei, die dich mal irgendwann kontrolliert, wie du da reinleuchtest. So. Die macht dir deinen Job Spaß. Die Frage ist. Am besten auch. So im Regen auf dem Boden. Und die sitzt im Trockenen so. Und dann liest du das so. Auch der TÜV-Prüfer. Ja, eigentlich müsste ich das filmen, wenn das eingetragen ist. Ich möchte auch ganz gerne, also ich würde ganz gerne, dass dass der Spruch mit im Schein steht. Kennzeichnung, macht dir deinen Job Spaß. Ist doch klasse, oder? Das wäre natürlich genial. Versuch das. Wie gesagt, die Casting-Couch-Folge mit dem Typen mit der Schrotflinte, der hat auch eine Schrotflinte eingetragen. Also nichts ist unmöglich. Aber richtig schön mit dem Gold, das passt richtig gut. Passt gut, ne? Ja. Finde ich auch schön. Hattest du eine Sekunde gezweifelt, dass es wirklich neongrün ist? Ja. Aber egal. Doch, finde ich schön. Ja. Die Verstellung oben ist auch richtig witzig. Zeig mal. Ja, du löst die beiden Schrauben und kannst das Ganze drehen und damit dreht sich auch der Dämpfer bis nach hier. Und dadurch hast du halt. Ist das geil?
Easy. Ich habe mir nämlich schon die Gedanken gemacht, wenn wir das Auto dann ablassen und das Ding tief ist und man sagt, komm, wir machen noch ein bisschen, du fährst und wieder hoch, runter, rein, raus und sowas alles. Das ist genial. Ich habe dir das jetzt hier eingestellt mit dem maximalen Sturz und unten mit dem minimalen Sturz. Okay. Um erstmal zu gucken, wie es so ist. Ja. Ne? Ja, das war ja Sinn und Zweck bei dem Fahrwerk halt wegen legal Sturzumlager halt, dass man da vorne so ein bisschen Platz schafft hier. Genau. Und du hast auch die Spreizung, also der Abstand quasi von einer senkrechten zur Fahrbahn, wie der Stoß dann versteht. Mhm. Nicht nur wie der Radanschraubpunkt ist, sondern auch wie der Stoßdämpfer zur Mitte steht. Nimmt man eine Spreizung. Ich guck mir das gleich an, wenn das Rad drauf ist, wenn das auch steht. Ja. Das ist jetzt das Outro vom Video. Ich bin leider arbeitstechnisch sehr, sehr hart eingebunden im Moment, weil wir halt trotz der Krise viel zu tun haben. Deswegen war ich leider nicht so viel mit dabei. Allerdings, ihr seht das Ergebnis. Sieht genauso aus wie vorher. ja, es wird sich auf jeden Fall schön erfahren lassen, dass die Federn jetzt in Perlgold sind. Finde ich eine geile Idee. Es hat echt lange gedauert, bis ich da mich entschieden habe für eine Farbe. Aber ich glaube, das ist so stimmig geworden, denke ich mal. Und ich freue mich richtig, wenn ich damit fahre. Allerdings muss ich erst noch zum TÜV. Und ja, ansonsten ist alles fertig. Eigentlich brauche ich nur noch zum TÜV. Deswegen werde ich jetzt mal so langsam fahren. Von da an, bis dahin. Und sowieso, schönen Tag noch.